Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2 auf der Starkiller-Basis. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir haben alle eigentlich jetzt sehr geil geskillt mit Stufe 35. Wir sind ja alle auf 35. Jetzt heißt es nur noch, mich selber skillen und besser werden und natürlich noch hier und da was freizuschalten, wie für den schweren Truppler zum Beispiel die TL50. Das wird im Verlauf der nächsten 450 Millionen Folgen passieren, weil wir brauchen 400 Kills mit dem schweren Truppler und so viel habe ich natürlich noch lange nicht. Aber ist ja egal, irgendwann passiert das Ganze und wir können jetzt uns komplett auf das Gameplay konzentrieren, nur auf Kills und auf Spaß, Spaß, Spaß. So, dann lädt's verdammt lange. Ich habe letzte Zeit ein Problem mit Soundbugs, einen ganz deftigen sogar, denn auf einen Schlag ist der Ton weg und ja, das kann ich ja nicht veröffentlichen, wenn ich dann eine Runde da ohne Ton spiele. Ich hoffe, das passiert nicht zu oft. Das hatte ich jetzt schon zweimal. Kann natürlich an meiner Hardware liegen, etc. pp. Ich weiß es nicht. Gut, nehmen wir den schweren Truppler. Der ist gerade in der Fail-Folge 36 geworden. Und ja, braucht noch ein paar Kills, damit er hier die automatische Kühlung bekommt. Die würde ich auch noch gerne haben. Ich weiß so gar nicht, wie die funktioniert, aber werden wir sehen. So, die Mission, die Runde ist gleich vorbei. Wow, voll in der vollen Runde gekommen, aber ist egal. Aber wir sind ja ziemlich gut, ne? Ja, das sieht aus, als ob wir das schaffen. Perfekt. Einfach mal random raus. Ah, scheiße, haben wir es geschafft. So. Ach, das hätte mal was werden können. War so ein Kontaktgranatenkill. Ist ja immer ziemlich nice. Nein, die macht schon wesentlich mehr Schaden, aber man muss schon nah dran sein. Kann sie nicht sehen. Oh, komm! Oh, dein Schild! Scheiße! Er hat auch noch kein Upgrade drin gehabt, ne? Gar nichts. Ach, das ist die Startwaffe gewesen. Okay, Stufe 3. Was für ein knuffiger, schwerer Truppler. Aber er hat mich fertig gemacht. So, wir haben es geschafft, tatsächlich. Wow. Haben sie nur für mich gemacht? Da habe ich ja mal einen Plan. Bitte warten. Die hocken ja da oben immer in den Haupttor drin rum. Ja, guck mal, gibt es jetzt Kills, cool. So, jetzt ist man natürlich für Entdeckung. So. Einfach mal so spaßeshalber. Boah. Oh Mann, da musst du gleich ein Held stehen wieder, ey. Ist doch so klar, ne? Der Zimmer kommt hin, da steht da direkt erstmal ein fetter Held. Ich komme mit. Was da richtig so behagelt mit dem schweren Geschütz, macht bestimmt Laune. Und bestimmt einiges an Punkte. Okay, das sieht hier sehr actiongeladen aus. Blöde Geschütze immer, ne? Lass mich nur machen. Keine Ahnung, ich sehe da nämlich nichts. Konzentration. Wo ich da hinballern soll. Wir würden es merken, wenn es gut ist. Ja, ich habe was getroffen. Das ist ein Held. Das lohnt nicht so ganz, ne? Dein Headshot kannst du mit dem Ding vergessen. Dafür macht das so wenig Damage. Gut. Stürmen wir vor. Würde viel Zeit kosten und wenig Erfolg bringen, damit zu kämpfen. Ja, wir müssen das. So an seinem Kopf vorbei, Granaten. Boah, schön die Wand angeschmissen. Ah, das ist Boss. Weg da. Schön. Ah, fuck. Wie konnte er mich denn sehen? Hab ich ja nicht gesehen. Aber ein schöner Killer ist es noch. Den haben wir mal mitgenommen. So. Ich bin bei euch. 400 Kills als der Typ, ey. Das ist so heftig. Das haben sie noch damals reduziert. Das waren, glaube ich, 1000 oder sowas, ne? Die man braucht da 500. Das spawnt ja immer näher. Ist ja fast gruselig.
So, 28 Schubler haben wir noch. Boah, das macht aber auch nicht wenig Schaden, ne? Respektabel. Sichern jetzt das Haupttor. Ja, ich komm. Ich komm auch sicher. Oh, ich sehe jetzt mal eine halbe Stunde wieder nichts. Oh, danke. Was? Wieder aus der Luft, ne? Ich hab's gewusst. Oh, Kill Assists. Dann unterstützen wir aus der Luft die Kollegen. Vielleicht können wir das einfach besser. Mit einem wunderschönen X-Flügler. Wow, ich bin ganz weit oben mit dabei. Also schon 20, nee, 6. Das ist Vollgas. Wie immer. Boah. Sie dürfen das Tor nicht zurückerobern. Wir haben es fast geschafft. Das sind nur KIs. Oh, ich wollte ihn unbedingt haben, den Held. Oh, Zappelmodus. Oh, Ewing. Die Basis muss gleich feuerbereit sein. Okay. Ich glaube, ich darf gar nicht mehr fliegen, oder? Aber wir müssen die Steuerung der Zellen führen und wir sind ja schon innen drin. Greift beide Ziele an und hofft das Beste. Sind wir mal aufräumen hier draußen. Die falsche gejagt. Okay, ich will jetzt nicht mehr fliegen. Jetzt habe ich ausgeflogen. Schwerer Tuppler, der braucht Kills, Kills, Kills. Damit er wenigstens das eine Upgrade bekommt. Das ist ja ziemlich wild zur Sache hier drin. Schön. Wir haben Zugriff auf die Zellensteuerung. Raus da! Ich leuchte Feuerschutz! Seht mal nach, ob da noch mehr sind. Genau, sehen wir nach. Hani. Zelltüren öffnen sich nicht. Überprüfung angebrochen. Oh, wer ist das? Ach, da steht einer. Okay, das hat keinen Sinn. Oh, das... Nicht mit mir, mein Freund. Schöne Busi gehabt, aber was soll er treiben, so lange? Ach, das war völlig ja sinnloser Mist. So, ober den Scheiß, da hinten kommen sie. Schweres Geschütz, voll aufgeladen. Versuchen jetzt Zugriff auf das innere Tor zu erhalten. Torüberbrückung ist offline. Ich wiederhole, sie ist offline. Ah, hab ich nur Down gekriegt? Ja. Heftig. Hätten wir doch fast geschafft, ey. Wahnsinn. Naja, ist ja nur eine Warmspielrunde. Nimm aktuell nichts ein, ne?
Konzentration. Einmal abhusten. Überprüfen Torsteuerung. Wo denn? Und mache ich ja nie. Überbrückung der Torsteuerung online. Boah, wie unfair. Wie wenig ich da abgezogen kriege, ne? Das ist so wenig. Nein. Nein. Boah, krass, ey. Aber dann ist doch zu Ende. Wie unfair eigentlich, ne? Wenn man gewinnt und dann ist die Möglichkeit der Verlängerung zu Ende. Haben wir einen eingenommen und dann verlieren wir wieder. Alle Truppen weg hier, lauf! Solche Verbrecher. So. Naja, wir sind ja spät dazugekommen. Boah. Und hier. Das ist so ein gelber Pöpelchen. So ein Pöpelchen nur, ne? Boah, fast über 100. Also über 150 Kills noch. Was? Wie lange dauert das denn? Ja, ewig, ey. Was ist das hier für Mist? Mist. Der große Tempel, oh Gott. Meine Maps. Das sind absolut meine Maps. Kills noch. Das hört sich gar nicht so viel an, aber ich scheine wirklich sehr, sehr wenig Kills mit der Waffe zu machen. Ich habe sie jetzt schon ein paar Tage. Aber wenn man den Angriffstruppler auch ein bisschen liebkost, die letzten Folgen. Jawohl. Also ich habe den Zornback und nachdem ich das Spiel dann neu gestartet habe, habe ich den Zornback natürlich nicht mehr, aber dafür extrem lange Ladezeiten. Das verstehe ich nicht. Naja, wird mal wieder Zeit für ein Patch, damit wir auch unsere Credits loswerden. Lal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 a. Verstehe ich nicht. Weil die anderen sind ja schon fleißig am Kämpfen, nur ich depp wieder nicht. Der Soundtrack ist sogar von vorne angegangen. Es wäre dann die zweite Folge, die heute im Arsch ist, nach ca. 15 Minuten. Also, das kostet dann schon ganz schön viel Zeit. Wenn man 50 mal hintereinander aufnehmen muss und die Folgen dann immer wegschmeißen kann, ne? Weil das Spiel einfach nicht mehr funktioniert. Einfach so, von jetzt auf gleich, was seit 120 Folgen funktioniert. Die ersten sind schon gestorben. Weil ich nicht. Ist mir jetzt echt ein Rätsel. Weil ich mache nichts im Hintergrund, Steam ist aus, alles gut. Dass sie sofort beschafft werden. Die meisten Rebellen sind nach der Zerstörung des Todessterns geflohen, aber eine Spezialeinheit löscht vor Ort noch Dateien. Wir müssen die Basis sichern, bevor sie fertig sind. Zerstört zuerst die feindlichen Turbolaserstellungen. Sprengsätze stehen bereit. Okay, okay, okay. Ich bin einmal angehittet. Sichere Position. Ne, ich habe einfach nur Luckshot gemacht. Ist er an? Er ist an. Da läuft schon ein eigener rein. Beginnen Counter.
Countdown am östlichen Turbolaser. Sie wollen kommen. Geil. Ah, wenigstens habe ich nur einmal angehittet. Nachtsicht. Aber oh, ich dachte schon wieder ein Soundbug. Bin schon erschrocken. So. Der AT-ST möchte gerne Stufe 5 werden. Und hat er mir gerade geflüstert? Bagger, 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 bagger. Und alles eingenommen. Die nächste Phase kann kommen. Und dann noch ein U-Wing zum Abschied. Die äußere Verteidigung ist gefallen, aber der Weg ist noch weit. Sichert die Sammelpunkte der Rebellen in ihrem Lager und am Laserkontrollzentrum. Danach stoßen wir zur eigentlichen Basis vor. Na, ich bin schon unter Feuer. Warum komme ich denn da wieder nicht lang? Schasselian hier. Hier Unterstützung bei der rechten Seite. Nimmt er noch? Ganz entspannt bleiben. Sieht man mal wieder nix. Da ist gerade einer lang gehüpft. Erobert doch da. Meine eigenen Truppen mit beschützen. Ja. Panzergefährt, Stufen auf. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Da. Turbolasersteuerung vor. Niemand kommt durch. Ein Agent wurde geschickt, um unsere Truppen zu unterstützen. Ich habe keine Ahnung, ob ich da mit Einfluss drauf habe. Da bringt ja auch dein Schild nichts, Dicker. Bis im Lager. Übernehmen die Kontrolle. Staat ist Wut, nicht grausam. Wo sind sie da? Ja, ja, wir sind mit so einem ATS hier auch ziemlich heftig stark, ne? Das schießt nicht mehr so gut wie früher. Wir könnten den doch ein bisschen Zoom wegnehmen, finde ich. Weil der ein bisschen heftig stark zoomt. Das haben wir eingenommen, ne? Ich kann nicht mehr warten. Viecher. Hier ganz oben. Aber wie gesagt, hier sind viele Bäume. Ich weiß nicht, wo der ist. Mal runter spazieren wieder. Weiter darf ich ja nicht. Kommen wir an Grenzen. Da kommen wir an unsere Grenzen. Ich müsste die anderen unterstützen. Das wäre besser. Man muss ja erstmal hinkommen, ey. Den ganzen Wald.
verlorene Kills, wenn ich hier rumrenne. Pass ich doch nie durch. Doch, was? Da passt er durch. Ist die Steuerung scheiße. Schwer. Wo ist er hin? Wow, 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 da hält's mir einer ganz schön ein von rechts. Boah. Haben es in die Turbolasersteuerung geschafft. Kommen wir doch HP wieder. Super gemacht, Leute. Oh. Da kommt extra einer raus für. Boah. Wie viele Kills waren das denn? 11? 12? Nicht schlecht, oder? So, schwerer Truppler. Jagen Sie ein paar Rebellen. Schön ein paar Pünktchen gemacht. Fast erster sogar. Oh, mit dem will ich jetzt aber nicht so viele Punkte machen. Ich bin hier am Arsch der Welt wieder. Was soll denn das? Die nächste Phase wäre Ewing dran. Wir haben das Kontrollzentrum. Aber ihr müsst nicht so weit laufen wie ich. Warum? Da muss das einmal sein. Perfekt. Der Sektor ist gesichert. Löscht die Rebellen aus. Ich will, dass der Weg frei ist, wenn wir das Hauptgebäude angreifen. Ihre Basis kann einer Belagerung standhalten. Aber wir müssen reinkommen, bevor sie ihre Dachbacken löschen. Überbrückt die beiden Torsteuerungsstationen. Ich. Diese Rebellen werden uns nicht aufhalten. Jawohl, perfekter Tod. Ach, hier gibt gar keinen U-Wing. Ich rufe mal, der ist auch von der anderen Seite. Entschuldigung. Der ist vom anderen Team. Da freue ich mich auch, dass ich sterbe. Wie doof. Lalalalalalala. Nur sein Kopf. Was sind das Türchen da? Überbrückung angehalten. Westliche Torsteuerung verloren. Also gucken, was bei Ihnen so passiert. Ich sehe noch keine Rebellen. Ui. Einfach mal drei raus. Die östliche Torsteuerung wurde überbrückt. Ich gebe euch Feuerschuss. Ja. Yeah. Auf da. Kriegt der Ding eigentlich auch? So viel Schaden. Boah. Ich bin an der westlichen Torsteuerungsstation. Starte Überbrückung. Helden sind wieder nicht verfügbar. Boah, wieder so weit. Ihr müsst das Tor aufmachen, Jungs. Überbrückung beginnt jetzt. Westliche Torsteuerung. Waren aber zwei gerade.
Spur bleiben. Da ist nur noch einer. Death Tower. Dann geht's jetzt rein. In die gute Stube. Das ist noch nicht angenommen. Fuck. Atme den Tod an. 10.000 Punkte bekommen dafür. Gut, wenn ich die Granatenwerfer erfüllt habe. Die verbliebenen Rebellen versuchen verzweifelt, ihre Datenbanken zu löschen. Rück zum Hauptbesprechungsraum und zur Kommandozentrale vor. Darum sind wir hier. Ladet die Daten herunter und schaltet jeden aus, der sich euch in den Weg stellt. Granate kommt! Feuer! Oh, hat er sich aber auch nicht konzentriert, nur für mich. Ich hab den gesehen. Du wirst dich unterwerfen und sterben. Gut gefühlt! Vergeudet nicht meine Zeit. Verneig dich vor mir. Was denn? Von wo? Von wo? Ich kann meinen Helden nicht schützen, wenn. Wenn ich weiß, wo ich angegriffen werde. Alles rein geschäftlich. Schön Schwertwurf. Mach mal, ich kann besser blocken. Ihr könnt euch nicht verstecken. Ja, macht doch mal einer was. Der Feind entzieht sich uns. Boom. Schön. Ist gut. Deine Verstärkung kommt zu spät. Scheiße, was macht er denn da? Was hat er für einen Schaden? Habe ich einen gegriffen? Ich hab einen Bug. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Der denkt, der hat die ganze Zeit einen. Wow, das ist auch völliger Fehler gewesen jetzt. Das ist doch voll der Bug. War die ganze Zeit die Hand zugehalten zu greifen. Rechts ist fast erledigt. Haben sie geschnitten? Sehr schön. Okay. Boah, schön. Autscha! Ja, ich muss jetzt stehen bleiben, hier nicht. Ich konnte nicht wegrennen. Und zweimal das wieder in einer Runde habe ich auch noch nie gehabt. Geht ab, Mann. Zwei Stück, ne? Warum stirbt mein Held immer so schnell? Ich bin bereit. I am the best, schreibt einer. Beep. Beep.
Los geht's! Komm. Meldung vom Oberkommando. Müssen wir noch schaffen, weil die blocken da ganz schön. Oh, eine Elite-Agent im Einsatzgebiet. Zweiter Zweiter ist einfach mal verpulvert. Jawohl. Treffer ist Treffer. Da. Ah, jetzt habe ich es auch gehört. Der Kommandeur ist im Einsatzgebiet. Schaffen die Datenbank des Versprechungsraums an. Boah. Kontaktgranate noch geworfen, alles. Im Besprechungsraum. Datenverbindung eingerichtet. Das schaffen wir nicht. Die blocken da mega gut. Ein Agent des Imperiums ist zur Unterstützung eingetroffen. Vier noch. Da muss viel mehr explodieren in dem scheiß Raum. Was? Warum macht denn der Rolle rückwärts? Wie vorwärts rennen? Die Operation ist beendet und die Flotte übernimmt jetzt. Ah, geil gemacht. Also schönes Team, schöne Gegner. Alles schönes Gameplay. Viele Punkte gemacht vor allen Dingen. Treffer-Spiele dritter. Ja. Sauber viele Punkte, ey. Und das wieder machen wir auch wieder ein bisschen. Panzergefährt, eine Stufe Aufstieg. Was machen wir mit diesen ganzen Credits? Naja. Immerhin ein bisschen. Bis zur nächsten Folge.